We make the streams louder. Yo, servus Leute, und zwar da ist der Lukas von Goose Racing. Heute haben wir wieder interessantes Video, sage ich mal. Und zwar, wie erkenne ich, ob bei der Kurbelwelle das Bläulager verschließen ist. Grundsätzlich die Leute oder die meisten schauen beim Motor, wenn jetzt zum Beispiel der Motor Geräusche macht oder nicht mehr sauber läuft oder sonst was, oder wenn er zerlegt ist, wie das Kurbelwellenlager benannt ist. Das schaut so ungefähr aus. Der stammt aus einem Derby-Motor und das ist eigentlich relativ leicht zum Nachschauen. Im Endeffekt, das Lager steckt komplett, das geht ganz schwer. Das dreht sich nicht einmal mehr wirklich. Das heißt, das ist einmal komplett kaputt. Wenn da im Vergleich haben wir jetzt ein neues, ohne Geräusche dreht sich das ganz leicht. Das heißt, das ist super, ein neues Lager, das kann man quasi einbauen, da passt alles. Und natürlich, wenn das Lager schon mal Geräusche macht, dann gibt man es gleich neu, weil das sind zwischen 20 und 30 Euro, was da sind, und das zahlt sich nicht aus, dass man da jetzt irgendwie quasi einen Motorschaden riskiert. Aber was sich viele Leute nicht anschauen, und zwar das Spiel oder den Verschleiß von dem Bläulager selber unten, also das Hauptlager. Und wie kann man den noch kontrollieren? Klar, man kann das Ganze ausmessen, wie viel Höhenspiel hat das Bläuel etc. Dafür braucht man aber ein spezielles Werkzeug und das ist, sag ich mal, recht aufwendig und für einen Laien nicht so interessant, weil wenn man das selber machen will, es geht halt schwer. So, jetzt haben wir da eine Kurbelwelle, die stammt aus einem Motor mit einem 88 BRK Setup. Die Welle stammt vom Idol-Kit, ist also am T50-B0 Motor. Und wir haben das Ganze ausgebaut. Sie ist zwar so ein bisschen optisch, sage ich mal, ramponiert, aber im Endeffekt schaut sie jetzt nicht so schlecht aus. Also es lässt sich dran, das Bläuel, da gibt es nichts. Also Ding, es hat leichtes seitliches Spül und leichtes axiales Spül. Also es lässt sich auf eurem Bläuelstumpf verschieben. Aber grundsätzlich, wie können wir herausfinden, dass dieses Lager da herinnen verschließen ist? So, wir werden das jetzt ein bisschen anders machen. Und so, wir haben da jetzt ein paar Kurbelwellen vorbereitet. Und zwar einmal eine nagelneue. Die schaut so aus. Grundsätzlich dreht sich das Ganze auch super schön. Ist sehr ähnlich dem von unserer Idol-Kit-Welle. Dann haben wir ein anderes, sehr extremes Beispiel. Diese Welle ist komplett, also da ist das Lager komplett verschlissen. Wie man hört, extrem viel Spül seitlich. Höhenspül ist auch extrem viel vorhanden. Und innen drin, also euer Lager, hat quasi so einen kleinen Käfig und da sitzen dann die Nadeln drinnen. Der Käfig ist da drin nicht einmal mehr vorhanden, der ist komplett verschlissen. Das heißt, diese Welle, da wissen wir, da brauchen wir nicht viel nachschauen, die ist kaputt. Also da, das funktioniert nicht, die ist kaputt. So, und da haben wir noch ein anderes extremes Beispiel. Dieses Lager mit dem Bläuel ist komplett festgegangen. Das heißt, das lässt sich nicht einmal mehr mit Gewalt irgendwie bewegen oder sonst was. Ist auch hinüber. So. So, wie machen wir weiter? Genau. Jetzt haben wir aber da eine Idol-Kit-Welle und wir wissen nicht, ist sie noch gut oder eben sollte man die neu geben. Da gibt es einen einfachen Schmäh von uns, oder der ist schon älter, der Trick. Man nimmt einfach die Kurbelwelle am Bläuel um, so mit zwei Fingern. Und dann klopft man oben einmal leicht drauf. Das kann man mit den Fingern machen oder ansonsten mit einem metallischen Gegenstand oder sowas. Also klopft man mal drauf. Ich hoffe, man hört das recht gut. Ich komme ein bisschen näher. Das ist eher so ein metallisches Klingen. Also das hört sich eher heller an. Ja, ist eher heller. Und dann nehmen wir die komplett neue Welle und machen dasselbe noch einmal. Wir nehmen es beim Bläuel und klopfen oben drauf. Ah, und wie wir hören, es ist komplett stumpf, also es ist komplett tief, es hat nicht irgendwie so eine Klinge oder sonst was. Und das ist eigentlich auch schon der Trick dabei quasi. Diese neue Welle, da passt das Lager super, da ist noch nichts verschließen. Und hat dann noch nichts gespielt. Das heißt, die Nadeln sitzen in ihrem Käfig drinnen und wenn man da drauf klopft, gibt man quasi einen Impuls aufs Bläuel und dann auf euer Bläuel-Lager unten. Und dadurch, dass es noch nicht verschlissen ist, sitzen die Nadeln quasi fest da drinnen. Und wenn man da drauf klopft,
fangen die trotzdem nicht irgendwie so, sag ich mal, zum Zittern an. Bei dieser Welle aber ist das Problem, da ist das Ganze schon verschlissen. Und wenn man jetzt draufklopft, haben die Nadeln mittlerweile schon so viel Spül, dass sie leicht, wie soll ich sagen, zum Vibrieren anfangen, so zum Schwingen. Und dann kommt dieses metallische Geräusch zustande. Genau. Und im Endeffekt, das war es eigentlich so. Seitliche Spül, und das ist ganz normal bei einer Kurbelwelle. Dann axiale Spül, also dass man es quasi auf der Kurbelwelle leicht hin und her verschieben kann, ist auch normal. Das Einzige, was ist, Höhenspiel darf sie keines haben. Grundsätzlich, da können wir jetzt noch nicht wirklich ein Höhenspiel feststellen, aber wir wissen durch unseren kleinen Test, das Lager ist mittlerweile schon sehr, sehr an der Verschleißgrenze. Das heißt, wäre nicht mehr oder ist nicht mehr empfehlenswert, das weiter einzubauen. Und da wird entweder das Lager getauscht werden müssen, ist aber bei unseren Wellen ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer und rentiert es nicht wirklich. Das heißt, da wird eine neue Kurbelwelle fällig. Und ja, so erkennt man das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Make the streams louder.